Heute gibt es bei den Map News wieder neue Karten und wir fangen gleich mit der ersten an, und zwar der Krasnuyar, eine Vierfachkarte. Diese Karte ist von Kaska Traktorist. Wie gesagt, eine Vierfachkarte mit natürlich großen Feldern. Der Wachstumskalender passt auch. Es gibt auch Karotten zusätzlich, ja, rote Beete. Pastinaken auch, aber Karotten wurden leider überschrieben. Zusätzlich gibt es noch Hopfen, Lavendel, Zwiebel, Roggen, Luzerne und Klee. Leider, muss ich sagen, in der falschen Sprache. So, Verkaufsstellen haben wir natürlich auch alle hier. Soweit ich hier beurteilen kann, natürlich. So, Schokolade, Bretter, Möbel und Sonnenbrillen, Gras und. Gibt es auch extra noch Karotten. Ja, man kann soweit alles verkaufen. Und hier sieht man auch schon, rein an den Icons, hier gibt es zusätzlich Eisenerz, Lithium und Kohle von der Mine, und einen Steinbruch für Sand und Kies gibt es auch. So, Stadtfahrzeuge haben wir hier keine. Dann, ja, Hühnerweide, Kuhstall gibt es. Und das kann ich leider nicht entziffern. Es steht auch nicht in der Beschreibung drinnen. Okay, mit den Missionen kann man sich schon mal ein bisschen was verdienen. Und wie schon gesagt, es ist eine Vierfachkarte. Hermann zum Beispiel, schätze ich mal, dass das Sägewerk ist. Und so schaut die Karte eben von oben aus. Der Rundumblick ist nicht einmal so schlecht gelungen. Und wie schaut es eigentlich damit aus? Ja, man kann alles so ziemlich schön kaufen. Die Gebiete, wo die ganzen Produktionen stehen, kann man auch schön kaufen. Hier sind eben die Steinbrüche, beziehungsweise ich glaube auch Minen. Hier haben wir auch dann noch eine Produktion. Und dass sich der Mapper keine Mühe gegeben hat, kann ich hier nicht sagen. Und schauen wir uns einmal die Lok an. Also, wenn ich das so sehe, muss ich sagen, ja. Fast keine Fehler. Das sind Texturfehler von, wie soll ich sagen, eigentlich vom Standardspiel her. Die werden irgendwie nicht geladen, beziehungsweise das Spiel findet es nicht. Das ist wahrscheinlich falsch eingetragen. Also man sieht halt ein paar Dinge hier nicht drinnen. Aber sonst ist diese Karte nicht einmal so fehlerbehaftet. Gut. Die Karte wurde teilweise auf der Basis eines realen Geländes erstellt. 62 Grundstücke inklusive 24 Felder. Dann haben wir auch diverse Verkaufsstellen, Auto- und Fußgängerverkehr. Und das ist wirklich eine Karte für Spieler für oder die mit großen Fahrzeugen spielen wollen, beziehungsweise großen Geräten. Ein kleines Manko hat diese Karte auch, nämlich wenn man sie runterladet, muss man sie entpacken. Da ist die Karte drinnen und ein zweiter Mod, nämlich der für die Produktionen zuständig ist. Gut, soweit hätten wir eigentlich die ganze Karte. Und wenn ihr keine Karte verpassen wollt, weil ich stelle sie euch vor, dann abonniert den Kanal. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video einfach einen Daumen nach oben. Gut, das wäre es eben mit der ersten Karte. Sie ist gar nicht so schlecht gelungen. Und sie ist eben, wie ich schon gesagt habe, für Spieler für große Geräte. Freunde France ist Nummer 2 heute von Axel Modding, TTFS und MA7 Studio. So schaut die Karte aus. Schaut recht gut aus. Schöne Aufteilung. Ja, Kauf. Die Fläche sind auch schön aufgeteilt. Das ganze Große kann man auch kaufen, beziehungsweise das hat man schon. So,
Verkaufskalender passt auch soweit. Verkaufsstellen sollten auch alle. Nicht ganz. Silage geht nicht. Holz, Gras, Heu, Stroh. Nun ja. Aber dafür gehen die diversen Produkte zu verkaufen. Bis auf Bretter. So. Und natürlich Pastinaken, rote Beete und Karotten funktionieren. Stafferzeuge haben wir auf dieser Karte auch. Dann Schafweide hat man schon. Schweinestall und Stabulation. Okay, das ist etwas Spezielles. Werde ich versuchen zu finden. So, die Molkerei besitzt man schon. Und hier hat man eben den Hof. Ja, hier besitzt man schon den Kuhstall. Stabulation ist Kuhstall. Ein spezieller Schweinestall. Hier wäre der Schafstall. Den besitzt man noch nicht. Und dann haben wir hier Molkerei, die Werkstatt, Wassermühle und was haben wir noch? Ja, eine schöne Straßenführung. Gut, das wären unsere Startfahrzeuge. Eine schöne Auswahl, muss ich sagen. Natürlich kann man nie hier bei den Startfahrzeugen den Geschmack eines jeden treffen. Die meisten, bin ich sicher, werden diese Fahrzeuge verkaufen. So. Gut, drei Fabriken hat man. 104 Flächen. Precision Farming Ready ist diese Karte auch. Eine Kuhfarm plus Schweinefarm haben wir hier. Und die Schaffarm ist extra. Ja, ein Gemüsebauernhof. Da haben wir eben, das wäre diese hier mit Gewächshäusern und auch Traubenverarbeitung. Und so schaut das Ganze hier aus. Im Prinzip ist das vom Standardspiel übernommen worden, das die Produktionen. Spricht eher gesagt nichts dagegen. Und ja, ein bisschen Forst hat man auch. Also eine kleine Abwechslung. Und Rundumblick ist, nun ja, etwas zu vernachlässigen, obwohl es meiner Meinung nach noch nicht ganz perfekt ist. Aber wenn man eher gesagt hier fährt, merkt man das nur am Rand. Und das kann man meiner Meinung nach auch noch ein bisschen vernachlässigen. Ich wollte es nur erwähnt haben. Gut, Coin de France. Wie schaut die Lok aus? So. Gut. Soweit ich sehe, fehlerfrei, bis auf einen Trigger. Aber ich glaube nicht, dass dieser Träger einen Problemchen gibt. So, Shape-Fehler. Das ist eben nur für die Größe bzw. der Error auch mit der I3D-Shapes. Da hat es was mit der Größe zu tun, die ist zu groß. Aber das ist, ja, kann man vernachlässigen. Meiner Meinung nach. Schön ist es nicht, aber okay. On Create Attributes, da gibt es ein paar Fehler im Chance-Editor, aber im Großen und Ganzen würde ich mal sagen, kann man diese Karte ohne weitere oder größere Probleme spielen. Und ja, Straßenführung richtig genial. Also meiner Meinung nach eine wirklich schöne Karte, wie das Ganze hier angelegt ist. Hier haben wir sogar Weintrauben und. Also was das angeht, muss ich ehrlich sagen, wirklich eine schöne Karte von dem her. Und ja, von oben ist eben die Raumsicht ein bisschen, ja, naja, mau. Aber wie gesagt, soweit passt das Ganze. Gut, soweit sind wir jetzt auch mit den neuen Karten. Und ja, Updates gibt es auch wieder. Bei den Updates fangen wir mit der Firm Belron Premium Expansion an. Ja, diese Karte kommt vom Pandama Kevin98, die war für die 3D-Modelle vom Seedmaker verantwortlich. Archimobil für die Skriptpalettenlager. So, Version 2.5. Ja, zuerst schauen wir mal, wie die Karte momentan ausschaut. Ist eben die umgebaute Horde Belron. Und ja, es ist eben eine umgebaute Standardkarte. Und eigentlich, wenn ich das so sagen darf, ist sie für
Spieler, die gerne auf der Standardkarte auch spielen. So, hier gibt es eine Änderung, nämlich die Suppenfabriken wurden als neue Produktionen hinzugefügt, genauso wie die Konservenfabriken. Die Kartoffelchipsfabrik gibt es auch. Dann natürlich kann man Karotten, Pastinaken, rote Beete wurden auch zu der Feed, also Multi. Futterproduktion hinzugefügt. So, das nordwestliche Industriegebiet, ja, da gibt es auch so ziemlich viel zu kaufen, genauso wie in südöstlich. Die Kühe wurden auf 200 erhöht, der Schafstall auf 130 und die Produktionsrate wurde hierbei auch erhöht. Dann gibt es hier die Produktionsrate der Melzerei, Brauerei, Brennerei, Spinnerei und Schneiderei wurde erhöht. Ja, und beim Öl wurde das Rezept geändert, genauso wie bei der Zuckerfabrik. Die Preise beim Brunnen wurden halbiert. Die, ja, Ampeln wurden installiert für Precision Farming. Na, für das Premium Expansion ist die Karte ready. Und auch Animal Grazing. So. Gut, man muss auch Minimum das Update 1.3 installiert haben vom Spiel Roggen. Dinkelhirse und Triticale wurden als Mutterfrucht hinzugefügt. In der Hofwerkstatt kann man jetzt auch verkaufen und das Fahrzeug oder das Gerät neu bemalen lassen. Dann geht's weiter. In der Getreidemühle sind jetzt Hirse, Roggen, Dinkel und Triticale als Produktion hinzugefügt worden. Und genauso in der Saatgutproduktion. So, Mehrfruchtproduktion auch für Roggen, Dinkel und Triticale. Roggen, Dinkel können jetzt zusätzlich auch die genannten Produktionen in Marisona im Shop verkauft werden. So, Hirse kann zusätzlich auch bei den Produktionen in bei Miss Marisona verkauft werden. Und ja, da ist jetzt etwas Kompliziertes. Wenn man im Multiplayer spielen will, sollte man sie im neuen Farmer-Mode starten, abspeichern, dann kann man sie im Multiplayer starten, sonst wird viel zu viel verloren. Gut, Ringwoods bei Stevie Version 1.0.1.2. Da wurde nicht so viel verändert. Ich zeige mal noch kurz die Karte her. Und ja, für diese Karte, wie auch für jede Karte, muss man sein. Von den Bildern her schaut die Karte nicht immer so übel aus, muss ich ehrlich sagen. Gut, das wäre es einmal dann mit den Bildern. Hier haben wir dann auch einen Link für YouTube. Gut, Änderungen, da gibt es nicht viele. Es ist nur ein kleines Update für die KI-Ernte für das Premium DLC, beziehungsweise für die Wurzelfrüchte. Das wurde schon am 15.12. gemacht, aber erst gestern, also am 18.02.2024, wurde es veröffentlicht. So, und Folgendes ist hier: Um mit oder ohne Premium DLC vorwärts zu kommen und alles fehlerfrei zu haben, muss ich mit der Karte rückwärts gehen. Dieses Update erfordert einen neuen Spielstand. Mehr steht hier nicht. Natürlich sind auch diverse Kommentare hier, ja, gute wie schlechte. Eine Klasse für sich, schreibt der Pifke 57. Und ja, damit bedanke ich mich fürs
fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und wir sehen uns natürlich in 2 Tagen wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.